Ich glaube zutiefst an den Sinn des Lebens. Nicht nur, dass das Leben an sich Sinn macht, sondern auch, dass die Dinge und Aspekte des Lebens Sinn machen. Sehr, sehr oft haben wir manche Dynamiken noch gar nicht verstanden. Männerschnupfen zum Beispiel. Dann witzeln wir darüber oder wir nehmen sie als gegeben hin oder wir denken manchmal, wie kann denn das so sein? Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Dinge in unserem Leben Sinn machen, und natürlich ist das eine Prämisse, ja, dann kann man auch immer die Forschungsfrage daran stellen, okay, das, was ich hier erlebe, das, was ich hier sehe, das, was mir hier in meinem Leben begegnet, und das macht man natürlich eher bei den unangenehmen Dingen, ja, die wir nicht so gern haben. Ja. Aber wenn ich davon ausgehe, dass die Dinge im Leben Sinn machen, dann kann ich Fragen daran stellen. Dann kann ich sagen, okay, was könnte der Sinn davon sein? Das sieht jetzt gerade nicht besonders sinnvoll aus, aber angenommen, es hätte einen Sinn, ja, was wäre der? Dann höre ich nicht auf zu fragen, sondern dann gehe ich weiter und noch weiter und noch weiter und noch weiter. Bis vielleicht die Dinge klarer werden, bis sich vielleicht eine Logik ergibt, bis der Sinn sich möglicherweise offenbart. Und das macht es möglicherweise leichter, dann mit dem Leben und den Umständen, die sich bieten, umzugehen. Natürlich, ich bin Psychotherapeut, gerade mit den unangenehmen Dingen, vielleicht gerade mit denen, die wir vermeiden wollen. Ja? Vielleicht gerade, wo wir sagen, wieso ist denn das überhaupt im Leben? Wenn ich eine Sinnqualität attestiere, dann bleibe ich nicht stehen, sondern dann gehe ich mit meiner Frage, was denn dieser Sinn sein könnte, die entsprechenden Schritte weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Wenn du mehr Antworten möchtest, dann abonniere den Kanal. Am genialsten wäre es, du lässt eine Anregung oder eine Frage in den Kommentaren, weil die können wir hier auf diesem Kanal dazu verwenden, noch weitere Videos zu produzieren und noch weitere Fragen zu beantworten.